wir eins mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Justizminister Stickelberger, SPD, sieht auch nach der gestrigen Befragung vor dem Ständigen Ausschuss des Landtags keinen Grund für einen Rücktritt. Bezüglich der verfrühten Versetzung eines Spitzenbeamten in den Ruhestand sprach der rechtspolitische Sprecher der FDP Goll von einem Bauernopfer. Die CDU-Fraktion will heute über eine Rücktrittsforderung an Stickelberger beraten. Es wird keine generelle Verlängerung der Sperrzeiten für die Gastronomie in Baden-Württemberg geben. Das erklärte heute Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Damit entkräftete er heute den Vorstoß des Innenministers Reinhold Gall in der vergangenen Woche. Der Plan des SPD-Innenministers Reinhold Gall? Die Sperrzeiten der Gastronomie im Land sollten verlängert werden, um Alkoholexzessen in den Innenstädten entgegenzuwirken. Nicht nur die Gastronomie lief Sturm gegen diesen Vorschlag. Auch der Koalitionspartner und Tourismusminister Alexander Bonde sprach sich gegen den Vorschlag aus. Heute bezogen er und Ministerpräsident Winfried Kretschmann Stellung. Eine generelle Verlängerung der Sperrzeiten sei nie die Absicht der damit befassten Arbeitsgruppe gewesen. Weil eine Verlängerung der Sperrzeiten bedeutet ja nicht, dass mehr Ruhe in der Innenstadt einzieht, zwangsläufig, sondern es könnte ja auch das Gegenteil der Fall sein. Was passiert, wenn die Leute früher vor die Tür gesetzt werden? Das heißt, eine Sperrstunde ist ja keine Heimkehrstunde. Ziel der Arbeitsgruppe sei es aber, den Lärm im öffentlichen Raum zu verhindern. Um das zu schaffen, sei beispielsweise eine flexible Regelung, die es den Kommunen selbst überlasse, die Sperrzeiten festzulegen, sinnvoller. Insofern wurde da der Innenminister wohl auch falsch interpretiert in dem, was er vorhat. Ich glaube, gegen angepasste kommunale Lösungen kann niemand was haben, die dort eingesetzt werden, wo sie tatsächlich eine Verbesserung bringen. Ist aber natürlich klar für uns, dass wir großes Interesse haben, sehr partnerschaftlich gemeinsam mit der Gastronomie die Problematik Nachbarschaftsbelästigung, Einhaltung, Jugendschutz und anderes weiter voranzubringen. Statt um eine flächendeckende gehe es hier mehr um maßgeschneiderte Lösungen, betonte Kretschmann. Die Arbeitsgruppe Lebenswerter öffentlicher Raum habe dazu im Sommer auch schon Vorschläge gemacht, wie die Verstärkung von Polizei und Ordnungsdiensten oder auch die Schaffung von interdisziplinären Arbeitsgruppen. Im Fall der derzeitigen Verhandlungen um die Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann heute in Stuttgart alle Beteiligten zu Kompromissbereitschaft aufgerufen. Die Regierungschefs von SPD und Grünen wollen den Solidaritätszuschlag für den Aufbau Ost 2019 nicht abschaffen, sondern in die Einkommens- und Körperschaftssteuer integrieren. Bei Union und FDP stößt dies auf Widerstand. FDP-Fraktionschef Rühlke wirft der grün-roten Landesregierung hingegen vor, so Steuererhöhungen durchzusetzen. Boris Palmer, Tübinger OB und grüner Vordenker seiner Partei, sieht nach dem Bundesparteitag vom vergangenen Wochenende eine erstaunlich breite Unterstützung des baden-württembergischen Realo-Kurses. Von einem Sieg des Realo-Flügels wolle er aber nicht sprechen. Herr Palmer, der Parteitag in Hamburg ist mit Spannung erwartet worden. Es gab vorher große Gegensätze zwischen den, was man sagen könnte, Realos und den Baden-Württembergern und anderen, die man als die Altprominenz bezeichnen könnte, wie der Herr Trittin. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf den Parteitag, wie ist Ihr Fazit? Ich bin wirklich positiv überrascht, wie harmonisch der Parteitag verlaufen ist, wie gut auch die von Ihnen genannten Flügel der Partei kooperiert haben. Man hat wirklich versucht, zusammenzufinden. Und aus baden-württembergischer Sicht ist besonders erfreulich, dass sich auch der Bundesparteitag jetzt voll hinter Winfried Kretschmann und den Asylkompromiss gestellt hat. Jedenfalls sind die anderer Meinung sind, und das gibt es natürlich viel in unserer Partei, zu dem Ergebnis gekommen, dass er als Ministerpräsident berechtigterweise so gehandelt hat. Und da gab es ja vorher schon ganz andere Befürchtungen. Ist es jetzt auch eine Art kleine Richtungsentscheidung, weil die Baden-Württemberger geben ja schon den Ton vor. Kretschmann regiert recht erfolgreich in Stuttgart. Sie haben in Tübingen gerade eine Wahl gewonnen. Was ist das Geheimnis dieser grünen Politik? Das wäre jetzt gefährlich, das als Richtungsentscheidung gegen jemanden in der Bundespartei zu interpretieren. Davor würde ich warnen. Richtig ist, dass wir über den Kurs der Partei ringen und dass wir gegenüber der Haltung, die wir 2013 bei der Bundestagswahl gewählt haben, Veränderungen vornehmen. Das freut mich. Damals wurde mit dem Veggie-Day und den Steuererhöhungen der eigenen Wählerschaft sehr viel zugemutet. Viele haben uns deswegen nicht gewählt. Und wir haben jetzt erkannt, dass wir, wenn wir erfolgreich sein wollen, die Menschen überzeugen müssen und dass wir nach Mehrheiten in der Politik suchen sollten und nicht sagen, ja, hier Wähler,
Friss oder die anderen sollen regieren. Die Haltung, die finde ich richtig. Und es hilft uns in Baden-Württemberg, wenn die Bundespartei einen Kurs einschlägt, der nicht dasselbe ist wie der in Baden-Württemberg, aber einer, der diesen Kurs unterstützt. Der Winfried Kretschmann hat auch davon gesprochen, dass die Grünen jetzt auch eine Wirtschaftspartei seien. Wie sieht denn die Grüne Wirtschaftspartei aus? Was macht die aus? Ja, Winfried Kretschmann ist wirklich ein Wirtschaftsversteher. Er bemüht sich sehr stark darum, den Kontakt zur Wirtschaft auszubauen. Und tatsächlich ist es so, dass wir in einer Zeit leben, in der grüne Themen und die Wirtschaft immer enger zusammengehören. Wir sind in der digitalen Revolution, aber auch in der ökologischen Revolution. Wir müssen im 21. Jahrhundert die Klimaschutzfrage lösen. Und ohne modernste Technik ist das gar nicht mehr vorstellbar. Wenn man das beides zusammendenkt, dann ist Ökologie eine Art Antreiber. Und Digitalisierung, das, was unser Land auch kann, hochintelligente Lösungen für die Weltmärkte zu konzipieren. Das ist der grüne Ansatz. So wollen wir die Wirtschaft mit den grünen Ideen zusammen nach vorne bringen. Die Umweltorganisation Greenpeace fordert die Abschaltung des AKW Fessenheim. Diese sei nicht gegen unbemannte Flugobjekte wie Drohnen gesichert. Damit bestehe die Gefahr eines terroristischen Anschlags. Auslöser der Forderung ist eine Serie von Flügen unbemannter Objekte über Nuklearanlagen. Die Herkunft und Bestimmung der beobachteten Drohnen sei bis heute nicht geklärt. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Morgen erstreckt sich über Baden-Württemberg eine dichte Wolkendecke, die vor allem im Alb-Donau-Kreis und im Breisgau auch Regen mit sich bringt. Auflockerungen bleiben die absolute Ausnahme. Die Temperaturen pendeln zwischen 8 Grad in den Höhenlagen des Schwarzwaldes und bis zu 13 Grad in Freiburg. Am Donnerstag gelingt es der Sonne, sich zumindest zeitweise gegen die Regenwolken durchzusetzen. Dennoch bleibt es weitestgehend bedeckt und vor allem im Süden des Landes muss mit Niederschlägen gerechnet werden. Das Ganze bei Höchstwerten zwischen 8 und 12 Grad. Stadtgeschichte, religiöse Frömmigkeit und Brauchtum in und um die Gemeinde Elsach stehen im Mittelpunkt des örtlichen Heimatmuseums. Zu sehen sind die Ausstellungsstücke beispielsweise in einer originalgetreu eingerichteten Bauernstube. Teil der Dauerausstellung sind auch die Werke des Elsacher Künstlers Erwin Krumm. Auf eine Reise in die Vergangenheit lädt die Meersburg am Bodensee ihre Besucher ein. Hier arbeitete und lebte unter anderem die deutsche Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Neben ihren Gemächern gibt es auch eine Gefängnisstube aus dem 19. Jahrhundert und eine Folterkammer zu sehen. Bei einer Führung erfahren die Teilnehmer zusätzlich einiges über Hexenverfolgung und die Justiz in früherer Zeit. Die Tore der Meersburg sind täglich von 9 bis 18:30 Uhr geöffnet. Echte japanische Pflanzen, eine Pagode und eine Schildkröteninsel mitten im Hochschwarzwald. Das bietet der japanische Garten unterhalb von Schloss Bonndorf. Bei der Parkanlage wurde darauf geachtet, alles so originalgetreu wie möglich zu gestalten. Der als Ort der Stille gedachte Garten ist jederzeit zugänglich. Ein Streifzug durch die Zeiten, vom Barock über Rokoko bis hin zum Klassizismus, verspricht das Residenzschloss Ludwigsburg. Ebenfalls bekannt ist die pompöse Parkanlage um das Schloss. Wie die Herzöge einst lebten, illustrieren die Prunkräume des Schlosses, die nur bei einer Führung täglich von 10 bis 17 Uhr zu besichtigen sind. Als alleinstehendes Mädchen mit einer Behinderung war es schwer, auf dem Land zu überleben. Mit einem Mikrokredit von Brot für die Welt konnte ich einen kleinen Lebensmittelladen eröffnen. Ich freue mich, dass ich schon viele Kunden habe. Den Kredit habe ich bereits zurückgezahlt. Um auch anderen behinderten Frauen zu helfen, habe ich einen Verband gegründet. Ich danke allen für die Unterstützung. Papa, wo bist du? Kinder brauchen eine Familie. Helfen Sie uns.